Dann fange ich mal an. Ja, hallo. Schön, dass ihr hergefunden habt. Ich bin Tonda und ich erzähle euch jetzt was zwischen Medizin, Physik und Informatik, wie die beiden so Hand in Hand gehen. Ich habe Medizin, Physik studiert, beziehungsweise studiere noch im Master und habe zu Pandemiezeiten jetzt mich auch noch mit Informatik beschäftigt und weil immer wieder Schnittpunkte da waren und man sich als Medizinphysiker in der Vorlesung immer gefragt hat, wie funktioniert das jetzt eigentlich, wenn da die Informatik ins Spiel kommt? Ich habe ein konkretes Beispiel der Strahlentherapie mitgebracht. Eine Frage in die Runde. Ich habe auf der GPN schon mal einen Vortrag dazu gehalten. Gibt es jemanden, der den schon damals gehört hat? Einer. Okay, überschaubar. Also es wird auch für dich ein bisschen was Neues sein, ein bisschen was wird, habe ich wiederverwertet. Den ganzen Kladderadatsch zu dem Studiengang an sich, den habe ich jetzt mal wieder rausgeschmissen. Wen das interessiert, der kann mich gerne ansprechen oder ja, mir auch schreiben. Ich habe am Ende noch Kontaktinformationen. Gut, vorweg eine Content Warning. Es geht hier um medizinische Themen. Wir haben medizinische Abbildungen, Röntgenaufnahmen, Tumorgewebe, medizinische Geräte. Wem das zu viel wird, der darf gerne den Raum verlassen, das ist gar kein Problem. Ich habe mir Mühe gegeben, keine schlimmen Bilder in dem Sinne zu zeigen. Es wird kein Blut zu sehen sein und keine offenen Wunden oder ähnliches. Vorweg, wir schauen jetzt einmal kurz, was die Physik eigentlich damit zu tun hat, warum die Physik in der Medizin wichtig war und immer noch ist. Und dann gehen wir über zur Tumorerkennung und zur Strahlentherapie. Also eigentlich recht überschaubar. Ja, wir sind vermutlich alle irgendwie Informatiker, Techniker, Menschen, Ingenieure, irgendwie sowas in die Richtung hier im Raum, vermute ich mal. Wenn Dinge kaputt gehen, wollen wir also meistens wissen, warum und schrauben sie auf und gucken rein. Das ist natürlich jetzt mit dem menschlichen Körper nicht so einfach. Und ja, ist vor allem sehr schmerzhaft, wenn man nicht gerade noch eine Narkose zufällig dabei hat. Und naja. Wir wollen also in den lebenden Körper schauen. Und die Frage ist, wie machen wir das? Glücklicherweise kam 1895, genau, kam der gute Herr Röntgen als Physiker auf die Idee, ich erfinde da mal was. Nein, natürlich nicht. Er hat die Röntgenstrahlen mehr oder weniger durch Zufall entdeckt und hat sie deswegen auch erstmal X-Strahlung genannt. Das ist im deutschsprachigen Raum auch weiterhin noch als X-Ray bekannt. Und ja, was ist das Prinzip? Wir haben es gerade schon gesehen. Das war übrigens das erste Röntgenbild überhaupt. Das Prinzip, die Strahlung geht durch den Körper hindurch. Das war was völlig Neues. Also bisher konnte man Strahlung, Licht halt zwar sehen, aber die reflektiert am Körper. Und das ging plötzlich durch den Körper hindurch. Und je nachdem, wie dicht die Strukturen sind, sieht man es hier auf der Thoraxaufnahme, also dem Oberkörper, durchdringt die Strahlung unterschiedlich stark halt das Gewebe. Wir sehen hier das Dunkle, das sind die Lungen. Und wir sehen aber auch die Rippen, die so davor und wenn man ganz genau hinguckt, auch dahinter, das kann man so ein bisschen auseinanderhalten, zumindest wenn man die Anatomie so ein bisschen kennt, ja, sieht man halt, wie die Strahlung da unterschiedlich stark absorbiert und deswegen können wir das halt sehen. Das Problem jetzt ist aber, naja, wir sehen halt alles, alle Schichten quer durch den Körper durch. Wir sehen rechts unten noch so leicht verschmiert das Herz. Die Rippen vor der Lunge sind schlecht, wenn ich die Lunge untersuchen will. Ja, ich habe hier nochmal das Herz so ein bisschen eingezeichnet, das ist einfach nur drauf projiziert. Ja, dass man sich so ein bisschen orientieren kann. Ja, zu diesem Problem kommen wir nachher nochmal, warum diese Überlagerungen halt nicht so schön sind. Zuerst mal, es geht hier um Strahlung. Und zwar um hochenergetische ionisierende Strahlung. Gut. Was heißt das jetzt? Als Physiker weiß man, hohe Energien sind prinzipiell toll, außer sie machen was kaputt. Manchmal möchte man auch, dass Dinge kaputt gehen, aber okay.
Die Energie überträgt sich also auf das Gewebe. Wir haben hier einen einen Energiebereich von 1 keV bis 1 MeV. EV ist halt einfach die Energieeinheit, 1,6 mal 10 hoch minus 19 Joule, damit wir das nicht immer mitschleppen, benutzen wir das E-Volt. Und zum Vergleich, das Licht, was wir draußen sehen, also nicht nur draußen, das Licht, was wir sehen, hat eine Energie von 1 bis 3 E-Volt, also deutlich, deutlich geringer. Und naja, der zweite Punkt ist, diese Strahlung ist ionisierend. Also auf Deutsch, sie schlägt Elektronen aus der Atomhülle heraus. Und ab 5 E-Volt ist Strahlung ionisierend, das ist die Definition. Und offenbar haben wir beim visuellen Licht das nicht. Und bei höheren Energien halt schon. So. Aber warum ist das Ganze jetzt so schlimm? Naja, wir bestehen aus Gewebe, aus Zellen und Molekülen. Und wenn diese Bindungen, die dadurch durch diese Strahlung aufbrechen, nicht so gut. Das führt halt zu DNA-Mutationen. Die DNA kodiert Proteine, die im Körper für alle möglichen Sachen zuständig sind, Stoffwechselprozesse etc. Wenn da was nicht mehr so funktioniert, ist das blöd. Extrembeispiel, Strahlenschäden. Also Tschernobyl, Hiroshima, das sind Beispiele, wo Strahlenschäden in hohem Maße aufgetreten sind. Die Menschen dort, die das abgekriegt haben, haben starke Verbrennungen auf der Haut, innere Blutungen etc. Wer hart im Nehmen ist, kann das ja mal googeln. Ich habe mit Absicht keine Bilder dazu hier reingepackt, weil das ist schon echt nicht schön anzusehen. Also, wir müssen halt auch gucken, wie wir uns schützen. Jetzt nicht Thema des Vortrags, aber muss man immer im Hinterkopf behalten. Hier nochmal kurz das elektromagnetische Spektrum. Die Wellenlänge und die Energien sind entgegengesetzt gerichtet. Das ist einfach die Physik der Sache. Hohe Energien haben kleine Wellenlängen. Und ja, wir befinden uns halt hier am äußeren Rand. Ja, nochmal zu den Schutzmaßnahmen. Es gibt ganze Strahlenschutzgesetze, also ein Gesetz. Und ich habe mal aus Spaß das Wort Medizinphysik markiert. Es kommt halt noch ein bisschen gehäuft vor in diesem Strahlenschutzgesetz. Und kann man auch mal googeln und sich durchlesen, wenn man möchte. Ich glaube, es ist gar nicht so schwer verständlich wie andere Gesetzestexte, aber gut. Ja, okay, jetzt haben wir unsere Strahlung. Meistens wollen wir mit dieser Strahlentherapie irgendein Tumorgewebe entfernen. Das ist das Ziel. Aber was ist so ein Tumor denn jetzt eigentlich? Definition: durch Mutation unkontrollierte Zellteilung. Also normalerweise hat so eine Zelle einen Zellzyklus und nach einer gewissen Zeit stirbt die einfach ab. Das ist ganz normal. Und durch die Zellteilung hat sie ja mittlerweile auch weitere Zellen erzeugt. Und somit können wir überhaupt leben. Wenn jetzt ein Tumor unkontrolliert sich teilt, dann kann das unter anderem so aussehen. Das ist Hautkrebs. Schon in nicht mehr unbedingt im Anfangsstadium, so genau kenne ich mich damit jetzt auch nicht aus, aber ist durchaus eine Krebsart, die bösartig ist oder sein kann, also werden kann, wenn sie halt streut im Körper. Und sobald Krebszellen die Blutbahn erreichen, streut es halt sehr schnell. Und was wir hier auch sehen, wir haben ausufernde Ränder, wir haben unklare Abgrenzungen. Und wie man das jetzt behandelt, schauen wir uns jetzt mal an. Es gibt nämlich auch da Definitionen. Die Frage ist jetzt, wo hört dieses Tumorgewebe eigentlich auf? Und nur weil ich was nicht mehr sehen kann, heißt das ja nicht, dass es nicht da ist. Die Lösung ist eine Definitionssache von der ICRU, der Internationalen Kommission für Strahleneinheiten. Die sagt also, wenn wir das mal als unseren Tumor darstellen wollen, in der Mitte, dann ist das, also das Rote in der Mitte, ist das, was Sie sehen können. Das ist unser makroskopischer Tumor. Darum herum legen wir einen Saum, weil Zellen
also im mikroskopischen Maßstab, auch da drumherum schon liegen können. Der Tumor will sich ja vergrößern. Ja, was wir jetzt letztendlich betrachten, ist nochmal ein Saum da drumherum. Das ist das, was uns jetzt gleich als Zielscheibe dienen wird. Dient einfach dem, Organe im Körper bewegen sich, Füllstand von Blase, Darm etc. ist täglich unterschiedlich. Und wir müssen uns vorstellen, so eine Strahlentherapie, man macht das nicht nur einmal, man kommt halt zu mehreren Sitzungen und legt sich mehrmals auf den Tisch. Und wenn wir gleich die Strahlentherapie mal planen und ein Ziel haben, wo wir drauf treffen wollen, dann muss das natürlich immer an derselben Stelle sein. Und demnach gibt es dann nochmal so einen Sicherheitssaum, damit wir sicher sind, dass wir halt auch treffen können. Kommen wir gleich auch nochmal ein bisschen genauer zu. Aber das PTV, das Zielvolumen, das merken wir uns jetzt mal. Da drumherum ist natürlich noch Normalgewebe, was wirklich Normalgewebe ist. Und trotzdem, weil es einfach so nah ist, gibt es, also bekommt es halt auch die therapeutische Dosis ab. Lässt sich nur sehr schwer verhindern. Müssen wir halt auch mitbedenken. Und naja, am Rand gibt es dann noch Streustrahlbereiche, die sind jetzt eher irrelevant. Gut, wenn wir das jetzt wissen, ist die Frage, naja, wo sitzt das Teil denn jetzt? Wir hatten bisher unser Röntgenbild. Das ist nett, aber naja, heutzutage sind wir weiter und wir können mit CT oder auch MRT-Bildern, wobei MRTs teilweise wieder schwierig sind. Die Patientinnen haben in der Regel, sind meistens ältere Leute, haben schon Herzschrittmacher oder ähnliches und dann können sie halt nicht ins MRT. Deswegen ist das CT halt so beliebt. Und ja, wir sehen halt beim CT nur eine Schicht. In der Software, die ich in meinem Praktikum jetzt im letzten Semester, wo ich genau das gemacht habe, benutzt habe, kann man halt so schön dann durch die Schichten scrollen. Geht jetzt hier schlecht, ich wollte jetzt nicht 50 Screenshots machen, aber ich denke, man kann sich das ganz gut vorstellen. Also wie so ein Brot, was in Scheiben geschnitten wird, scrollt man da einmal so durch. Und wir sehen auch am Rand, also die Lunge ist schwarz wieder und am Rand der Lunge, außen zumindest, sehen wir diese weißen Punkte, das sind dann die Rippen im Querschnitt. Und hier nochmal im Vergleich. Ja, also man sieht deutlich, was in der Lunge los ist oder auch im äußeren Bereich. Also so gesehen, Weichteilgewebe kommt deutlich besser hervor, kann man deutlich besser unterscheiden als beim Röntgenbild. Beim Röntgenbild ist dahingegen, wenn ich mir jetzt den Knochen gebrochen habe, das haben viele vielleicht schon mal selbst erlebt, da kann man das eigentlich auch ganz, also deutlich besser sehen. Okay, ja, dieses Bild. Ich befürchte, dass hier kein Mensch wirklich medizinisch erfahren genug ist. Und wenn ich jetzt frage, wo ist der Tumor, guckt ihr mich alle blöd an. Und naja, ich habe mir sagen lassen, er ist da. Das ist halt dieses PTV, diese rote Umrandung. Und wird vom ärztlichen Personal halt eingezeichnet. Die wissen das aus Erfahrung. So. Problem ist aber auch, wenn ich 5 verschiedene Ärztinnen frage, bekomme ich 6 oder 7 verschiedene Ergebnisse. Ja. Und achso, hier wird es nochmal in größer. Und genau, das habe ich gerade gesagt. Hallo. Da fehlt was. Okay. Der Beamer hat sich aufgehangen. Ich weiß nicht, warum, aber... Okay, ich habe jetzt mehrmals hin und her getippt. Vielleicht ist es jetzt gleich wieder weg. Genau, also es ist per Hand eingezeichnet. Beruht auf der Erfahrung und ist halt immer unterschiedlich. Das ist so das Prinzip. Ja, aber damit sind wir halt nicht zufrieden. Weil... Das geht doch bestimmt besser. Das kann doch nicht sein, dass ich 5 verschiedene Ärzte frage und 6 verschiedene Ergebnisse bekomme. Kann man das nicht automatisieren? Ja, aber es ist, sehr vielseitig. Wenn wir uns so ein, so
so ein CT-Bild mal angucken oder auch das Röntgenbild, ist das in dem Sinne erstmal egal, das sind Grauwerte. Also wir haben das ganze Spektrum von Grauwerten von schwarz bis weiß. Und naja, man kann damit halt, was die Bildverarbeitung angeht, sehr viel machen. Man kann, genau, die Grauwerte sind dann noch abhängig von der Absorption der Strahlung, haben wir ja vorhin gesehen. Die Lunge ist schwarz, die Knochen sind weiß, alles dazwischen ist irgendwo grau. Genau, diverse Bildverarbeitungsalgorithmen können wir anwenden, von Kontrastverstärkung über, weiß ich nicht, es gibt so viele Sachen. Ich habe hier mal ein Verfahren mitgebracht, das gehört zum Machine Learning, das Clustering, das kennen wahrscheinlich schon einige. K-Means ist vielen häufig ein Begriff. Wie das genau funktioniert, da gehe ich jetzt nicht ins Detail ein. Jedenfalls soll zumindest am Ende eigentlich dabei rauskommen, gleiche Bereiche sind ein Cluster und im Optimalfall ein Organ. Das Problem jetzt ist aber, naja, es ist alles irgendwie grau gewesen. Es kann halt sein, dass alle Organe in ein Cluster gepackt werden und das dann ist uns halt auch nicht geholfen. Andersrum kann es sein, so ein Organ, also betrachten wir mal das Herz, das soll das Blut durch den Körper pumpen. Es hat Herzklappen, es hat Vorhöfe und Herzkammern. Das sind alles verschiedene Gewebe. Das eine sind Muskeln, das andere sind irgendwelche Kammern, da ist Blut drin und auch da haben wir verschiedene Dichteunterschiede. Demzufolge haben wir vielleicht auch verschiedene Cluster innerhalb eines Organs. Das wollen wir auch nicht haben. Ist also schwer, da irgendwie einheitlich zu werden und wirklich, wie man hier sehen kann, Organe an sich zu konturieren halt. Wir haben noch ein Beispiel. Das ist das Bereichswachstumsverfahren. Da wählt man einen Startpunkt aus und alle Pixel, die in der direkten Umgebung halt den gleichen Grauwert oder einen Grauwert bis zu einem gewissen Schwellwert haben, die werden ebenfalls eingefärbt. Und so wächst dieses Gebiet immer weiter. Und kann nützlich sein, kann aber auch, wir sehen hier schon am Rand, da ist irgendwas nicht mitgenommen worden. Warum, weiß ich nicht. Ob das jetzt wirklich noch dazugehört zum Organ, weiß ich auch nicht. Ob das schon ein Indiz für einen Tumor ist, weiß ich auch nicht. Dafür bin ich medizinisch nicht gut genug ausgebildet. Ja, also es ist möglich, aber man muss halt wissen, was man tut, man muss die Verfahren kennen und man muss wissen, wo man hin will. Zudem müssen die Sachen eindeutig sein. Also es hilft mir halt nicht, wenn mein Arzt mir sagt, dass er das entweder mit Photoshop fixt oder sagt, zu 70% haben Sie hier einen Tumor. Ja, habe ich jetzt einen? Muss ich jetzt Therapie machen oder nicht? Also ja oder nein und nicht. Wahrscheinlichkeiten sind halt häufig das Ergebnis von Machine Learning Verfahren. Ist hier schwierig. Noch dazu, es sind halt medizinische Daten, es sind sensible Daten. Jetzt so als Hobbyprogrammierer komme ich schwer an solche Daten dran. Da muss man schon irgendwie in Forschungsinstituten oder ähnliches sein. Ja, und jeder hat halt eine individuelle Anatomie. Ich kann jetzt auch nicht sagen, pauschal 3 Zentimeter unter der Haut befindet sich die Lunge. Bei mir vielleicht, bei anderen vielleicht nicht. Kann man halt auch nicht sagen. Deswegen gibt es ja eigentlich die Machine Learning Verfahren. Das sind ja eigentlich ganz tolle Verfahren. Aber es gibt halt auch Probleme damit. Okay. Gehen wir davon aus, wir haben jetzt unseren Tumor. Wir wissen im CT-Bild, wo der ist. Und jetzt wollen wir den entfernen. Wie machen wir das? Okay, pauschal gibt es 3 verschiedene Methoden. Ganz allgemein. Man wird operiert. Oder Chemotherapie. Oder halt Strahlentherapie. Meistens werden diese 3 Methoden auch gemischt angewendet. Also wir werden erst
den Tumor mit Chemotherapie verkleinern, dann operieren wir ihn weg und das, was dann noch übrig bleibt im Mikroskopischen, das behandeln wir noch mit Strahlung. Das ist so ein typisches Vorgehen für einen sehr aggressiven Tumor. Darüber hinaus kann man auch Sachen bestrahlen, die nicht wirklich direkt Tumor sind, sondern zum Beispiel Verkalkungen von der Schulter oder der typische Tennisarm, da hatten wir auch Fälle. Das ist halt kein Tumor, aber es hat sich bewährt, dass Bestrahlung dort auch hilft. Aber meistens ist es halt doch irgendwie eine Krebserkrankung. Ups, da. Das war falsch. Da. Warum springen meine Folien? Okay, ja. Strahlentherapie braucht einen Elektronenlinearbeschleuniger. Zumindest, wenn wir es richtig machen wollen. Wir brauchen Energie. Das haben wir ja vorhin schon gesehen mit der Strahlung. Wir brauchen hohe Energien. Und hier, offensichtlich werden Elektronen beschleunigt. Und naja, wenn wir uns jetzt mal überlegen, gerade waren wir im elektromagnetischen Spektrum, das sind Photonen. Jetzt rede ich von Elektronen. Die Frage ist, warum? Ja, eine Röntgenröhre ist in dem Sinne auch nur ein Elektronenbeschleuniger, nur in Kleinformat. Also auch da werden Elektronen beschleunigt und wieder abgebremst. Denn dann entstehen Photonen mit hoher Energie. Und wir sind hier tatsächlich sogar in einem noch höheren Energiebereich, weil sonst bräuchten wir dieses riesige Maschinchen nicht. Wir sind hier im Bereich von 6 MeV bis sogar 15 MeV, aber die 6 haben sich, glaube ich, ganz gut bewährt. Ja, wir brauchen also mehr Energie. Wir haben eine höhere, größere Strecke, mit der wir beschleunigen und damit ist dieses Gerät halt auch so massiv groß. Also so sieht es in einem Behandlungsraum aus. Dieser Kopf, der da oben zu sehen ist von der Maschine, der kann sich halt drehen. Der Behandlungstisch beinhaltet hier schon so ein paar Lagerungshilfen für Beine und weiter hinten auch für die Arme und den Kopf. Und ja, das ist tatsächlich ein Raum aus dem Klinikum Dortmund, aus der Strahlentherapie dort. Und naja, also mit 5 bis 9 Millionen Euro ungefähr ist man dabei und kann sich so ein Teil ins Wohnzimmer stellen. Also es ist halt schon teuer und so eine Strahlenpraxis oder so ein Klinikum hat halt nur bedingt wenig Geräte davon. Also wir haben jetzt nicht 50 Stück davon rumstehen, sondern vielleicht so 2 bis 3. Also wenn nur eins kaputt geht und eins gewartet wird, kann eins immer noch benutzt werden. Und naja, wir wollen halt demnach nicht den Patienten da drauflegen und dann anfangen mal zu überlegen, was wir denn jetzt eigentlich machen. Wir wollen halt vorher planen. Und das führt uns jetzt zur Planung, zur Bestrahlungsplanung. Und naja, wir haben unser CT-Bild, wir haben unsere bekannte PTV-Position und dann hauen wir das mal in die Software rein. Die sieht ungefähr so aus. Wir haben in der Mitte halt unseren Arbeitsbereich, da ist jetzt halt ein CT-Bild drin. Auf der Seite haben wir nochmal verschiedene Ansichten des Körpers und verschiedene Tools, die wir halt verwenden können. Ja, und das gehen wir jetzt mal durch am Beispiel des Prostatakarzinoms. Ja, wir haben hier einen Patienten, der liegt eigentlich auf dem Rücken, auf dem Tisch, aber das Bild ist jetzt gedreht, weil die Anatomie so, glaube ich, besser verständlich ist. Also die Beine sind unten und nach oben schließt sich der Oberkörper an und die Bauchorgane, die Unterbauchorgane sehen wir hier. Allerdings nur 3 Stück, den Rest habe ich mal ausgeblendet, weil das einfach sonst zu sehr überlagert wird. Und ja, zur Position haben wir noch dieses kleine süße Männchen. Ich hoffe, es ist niemand rot-grün, hat niemand Rot-Grün-Schwäche. Das ist, glaube ich, schwierig. Also ich habe nichts gefunden, wie man das irgendwie ändern kann. Das Männchen hat eine rote Nase und eine linke rote Hand. Die Füße sind blau und naja, der Rest ist halt grün. Und dient uns ein bisschen als Hilfe, wie rum jetzt das Bild eigentlich
also der Patient jetzt eigentlich mehr oder weniger virtuell vor uns liegt. Und wenn wir das jetzt mal richtig drehen, dann entspricht diese Position dem, was wir da sehen. Okay, kommen wir zu den drei Organen. Preisfrage an euch. Wer weiß, was das ist? Also erkennt jemand eins der Organe? Ja, bitte. Da ist die Blase oben, genau, das Gelbe. Und dann haben wir noch zwei. Jemand eine Idee? Richtig, also die Prostata liegt genau dazwischen in weiß und der Darm, also das Rektum, in ja, bräunlich eingefärbt darunter. Also Blase, Prostata und Rektum. Blase und Rektum sind hier in direkter Nachbarschaft und werden deswegen als Risikoorgane bezeichnet und werden höchstwahrscheinlich auch Strahlung abbekommen, wenn wir die Prostata bestrahlen. Also die Prostata an sich, naja, die könnten wir auch schonen, aber dann treffen wir den Tumor halt nicht. Also irgendwo muss man da Abstriche machen. Die Prostata habe ich jetzt nicht als Risikoorgan, weil die ist einfach Ziel. Okay, hier haben wir das Ganze nochmal im Schnittbild. Da ist das PTV in Rot, was wieder nicht zu sehen ist. Ach so, sorry. Ja, nochmal zur Lagerung. Der Rücken ist unten, der Bauch ist oben. Da ist jetzt das PTV. So. Dann haben wir da innerhalb dessen die Prostata, das Rektum. Und wir haben noch was Neues. Wir haben die Oberschenkelknochen. Die haben wir einfach deswegen, weil die liegen auch relativ nah, haben wir gerade nur bedingt gesehen. Also hatte ich ja ausgeblendet. Aber im Knochenmark wird halt, werden halt die Blutzellen gebildet und demzufolge ist es vielleicht auch sinnvoll, das zu schonen. Also ich habe es mal kurz mit reingenommen. Wir werden aber auch gleich sehen, dass wir das nicht weiter benötigen. Die Blase sehen wir hier nicht, weil es ist halt ein Schnittbild und wir sind gerade genau in einer Schicht, wo die Blase nicht mehr zu sehen ist. Gut, diese Organe, also nochmal zurück, diese bunten Felder, die habe ich halt selber mit so einem Pinseltool, wie man das von Photoshop zum Beispiel auch kennt, habe ich selber eingezeichnet und das in jeder Schicht. Und deswegen konnten wir vorhin dieses Volumen halt erkennen im dreidimensionalen Bild. Aber auch da ist halt die Frage, kann man das nicht irgendwie automatisiert erkennen lassen? Kommen wir wieder zum gleichen Problem wie vorhin. Ich habe mal zwei Beispiele mitgebracht. Also diese Software bietet uns ein Contouring Wizard an. Da kann man anklicken, hier konturiere mir doch bitte mal die Lunge. Das ist das Ergebnis davon. Und ich muss sagen, es sieht schon ganz gut aus. Also wir haben hier einen hohen Kontrast zwischen Lunge und dem restlichen Gewebe. Demzufolge funktioniert das ganz gut. Es kann sein, dass Teile der Luftröhre noch irgendwie mit konturiert werden, weil ist ja auch Luft drin. Die muss man dann vielleicht manuell noch irgendwie nacharbeiten, aber im Großen und Ganzen funktioniert das ganz gut. Nächstes Beispiel, Rückenmark. Das Rückenmark durchzieht sich halt durch unseren ganzen Rücken, fast zumindest. Und ja, im Querschnitt ist es halt eher so kreisförmig. Das Problem jetzt ist aber, wir haben keinen guten Kontrast zu dem umliegenden Gewebe. Ich habe das hier nochmal in größer. Das Innere ist das, was ich selbst konturiert habe. Mithilfe meines Praktikumsbetreuers und so weiter hat man dann irgendwann so ein Gefühl dafür und weiß, Rückenmark ist eher so kreisförmig. Das, was automatisch segmentiert wurde, ist halt eher A, deutlich größer und B, eher ovalförmig und nicht kreisförmig. Bedeutet also im Umkehrschluss, wir haben schon mal, wenn ich das jetzt durch alle Schichten durchziehe, habe ich eigentlich ein viel größeres Volumen für das Organ, obwohl das eigentlich gar nicht stimmt. Das ist hinterher bei der Bewertung halt, wie viel Strahlung das abbekommt, weil da arbeiten wir in Prozenten. Und wenn ich sage, 50% des Organs ist mit Strahlung belastet und das Organ jetzt aber plötzlich größer dargestellt wird, schwierig. Also hier müsste man jede Schicht einfach nacharbeiten und dann kann ich es halt auch direkt manuell machen. Okay, dann fangen wir jetzt endlich mal damit an, zu bestrahlen. Wir wollen also das PTV treffen, Risikoorgane schonen.
Und ich lege jetzt einfach mal so ein Strahlenfeld an, von vorne, auf dem Bauch drauf. Und ja, wir sehen schon, die Blase wird einfach getroffen. Da kann man halt zumindest aus der Richtung schwer was machen. Wie wir das umgehen, gucken wir uns gleich nochmal genauer an. Wir lassen das jetzt erstmal so. Zusätzlich nehmen wir noch zwei Strahlen von hinten, also so schräg hinten. Und können das nochmal im Querschnitt sehen. Ja, wir sehen halt, die Blase ist wieder nicht im Bild drin, aber die sitzt halt eigentlich vorne. Wir sehen auch, dass die Oberschenkel nicht getroffen werden. Das ist schon mal super. Demnach brauchen wir sie jetzt, zumindest für unser Fallbeispiel jetzt hier, nicht mehr betrachten. Man betrachtet sie eigentlich schon noch und sieht dann, sie werden nicht getroffen. Wunderbar. Wir lassen sie jetzt außen vor. Ja, wir sehen aber auch, das Rektum wird voll getroffen. Und ja, man kann jetzt natürlich noch an den Winkeln spielen. Vielleicht hätten wir ein bisschen schräger das anpeilen können. Okay, aber letztendlich wäre es immer dasselbe gewesen. Das Rektum ist irgendwie im Strahlengang mit drin. Okay, dann kann man jetzt die Dosis berechnen. Da gibt es so einen Knopf, Dosis berechnen, dann gibt man da so einen Algorithmus an, welchen man jetzt haben möchte. Es gibt da verschiedene. Und dann kommt das dabei raus. Das ist die 95% ISO-Dosenkurve, also sprich alles, was innerhalb dieser grünen Linie ist, hat 95% oder mehr Strahlung abbekommen. Und wir sehen auch, das PTV ist komplett umschlossen. Wenn ich das jetzt durch alle Schichten durchscrolle, sehe ich das auch. Also kann ich euch jetzt nicht zeigen, aber war halt unser Ergebnis. Aber auch hier, ja, das Rektum, wie vermutet, ist halt auch, wird halt auch sehr gut getroffen. Und das wollen wir jetzt noch vermeiden. Wie diese Algorithmen funktionieren, ist so eine Sache. Es gibt halt verschiedene Ansätze und die meisten gehen halt, also im CT-Bild sind ja die dichte Informationen der Organe vorhanden. Daraus kann man die Streuung der Strahlung, nicht die Streuung, die Schwächung der Strahlung halt bestimmen und daraus dann approximieren, wie hoch wohl die Dosis sein wird. Sehe ich als großes Manko, das ist keine Open-Source-Software. Also ich musste dem glauben, ob das jetzt wirklich stimmt, weiß ich nicht. Ich gehe davon aus, ja, aber ja, wenn da irgendjemand mal in den Bereich der Programmierung kommt, kann man da vielleicht ja auch mal was machen. Okay, also ist unser Ziel jetzt noch, so ein bisschen die Risikoorgane zu schonen. Und das können wir machen mit Hilfe von MLCs, also von Kollimatoren, die wir einschieben können, um diesen Strahl, den wir bis jetzt als rechteckig angenommen haben, einfach so ein bisschen anpassen zu können. Das sieht dann ungefähr so aus. Das sind Lamellen, die sich einzeln bewegen lassen und somit können wir dann ein gewisses Volumen bestrahlen. Und ein Teil da drumherum wird dann halt geschützt. In der Software sieht das Ganze dann so aus. Ich habe hier das PTV nochmal von vorne, einfach weil es einfacher war. Wenn man das dann aus allen Richtungen macht, hat man dann halt das auch im Dreidimensionalen. Also man braucht schon ein gewisses räumliches Denkvermögen. Und das Blaue sind die zugeschobenen Lamellen. Damit halt das geformte Strahlungsfeld, das PTV. Und wenn wir jetzt alle Lamellen aufschieben würden, dann hätten wir dieses rechteckige Feld. Also wir sehen durchaus, man kann damit durchaus schon einiges erreichen. Das haben wir gemacht. Und dann haben wir nochmal die Dosis berechnet. Und dann kam das dabei raus. Also ich habe noch ein bisschen geschummelt. Wir haben noch ein bisschen an der Feldgewichtung gespielt. Und wir hatten auch noch mehr Felder. Das habe ich jetzt mal weggelassen, weil sonst sieht man vor lauter Linien einfach gar nichts mehr. Das Rektum ist schon mal deutlich weniger getroffen.
Und ich habe hier nochmal den Vergleich. Das war vorher. Und das ist jetzt. Also es ist immer noch nicht perfekt, aber schon mal deutlich besser. Und jetzt muss man halt auch im Auge behalten, so einen Plan zu erstellen, dauert 2-3 Stunden. Wenn man geübt ist, vielleicht 1-2 Stunden. Und pro Tag kann man dann halt so 4-5 Pläne machen. Und wenn ich jetzt Ewigkeiten an dieser Perfektion sitze und das vielleicht noch besser hinkriege und noch perfekter wäre, ist das nett für diesen einen Patienten oder Patientin. Aber halt, naja, ich kann nicht den 7 anderen Leuten sagen, kommen Sie bitte morgen wieder. Ja, das muss man halt auch im Auge behalten. Es muss nicht unbedingt perfekt sein, aber wir müssen gut genug sein. Und daraus ergibt sich die Frage, wie gut ist denn gut? Also wann ist der Plan denn gut? Ich habe jetzt hier einfach wild Strahlung draufgehauen und behaupte, das ist gut. Ja, also grundsätzlich, wenn es dem Betroffenen danach besser geht, dann war der Plan offenbar gut. Wenn das PTV im Laufe der Zeit, wie gesagt, es gibt mehrere Sitzungen, kleiner wird, war der Plan offenbar gut. Und wenn die Risikoorgane geschont wurden, keinen Schaden genommen haben, war der Plan offenbar auch gut. Aber das können wir alles erst hinterher erfahren. Deswegen gibt es auch hier wieder einen Haufen an Richtlinien von der ICHU. Und ja, die sollten natürlich auch eingehalten werden. Und dann ist der Plan so gesehen auch gut. Aber es bleibt, dass das immer ein Kompromiss ist zwischen der optimalen PTV-Erfassung, wie wir gerade gesehen haben, und der Schonung der Risikoorgane. Also, ja, ich hätte natürlich auch das Rektum noch mehr aus dem Bereich, also rausnehmen können, hätte dann aber das PTV nicht mehr erfasst. Deswegen gibt es solche Dosis-Volumen-Histogramme, die bezeichnen, also DVHs auch abgekürzt. Und hier sehen wir die Organanteile, also wie viel Prozent des Organs, wie viel Dosis abbekommen haben. Unten als relative Dosis und oben nochmal als Absolutdosis. Und das PTV ist mit oben, das sind 100%, beziehungsweise knapp darunter bei 97,9%, ist das bei 95% der Dosis halt bestrahlt worden. Das ist diese 95% grüne Linie, die wir da hatten. Und das ist auch genau der Grenzwert, den wir brauchen. Die 95% im PTV sollen dort erreicht werden. Und zusätzlich soll noch das Dosismaximum nicht 107% übersteigen. So, jetzt fragt man sich, okay, 107%? Also wenn ich 100% Strahlung gebe, wie kann ich dann 107% haben? Ja, da gibt es zwei Begründungen. Das eine ist, dass sich die Strahlen ja überlagern. Ich habe ja aus mehreren Richtungen bestrahlt. Und das andere ist, dass es halt mit dieser Strahlung Wechselwirkungen gibt mit der Materie. Und ja, es gibt, also die Strahlung trifft auf die Materie, schlägt die Elektronen aus und diese Elektronen haben immer noch so viel Energie, dass sie neue Elektronen ausschlagen können aus den nächsten Atomen. Und das baut sich erstmal so auf, so ein Lawineneffekt, und erst danach fällt die Dosis ab. Und deswegen erreichen wir mehr als 100%. Und ja, also das kann auch sehr schnell manchmal auf bis zu 120% kommen, hatten wir auch. Da muss man dann gucken, wie man das wieder reduziert, wie man die Kollimatoren noch ein bisschen anpasst oder sonst was. Oder Winkel oder Gewichtung. Es gibt da mehrere Stellschrauben und mit der Zeit und mit der Erfahrung weiß man dann, was man da am besten anwendet. Gut, wir haben jetzt hier noch Rektum und Blase als Kurve dargestellt. In den Tabellen der ICHU gibt es die Grenzwerte für die Risikoorgane und für das Rektum heißt es dort, dass 50% nicht mehr als 50 Gray bekommen dürfen an Dosis. Und wenn wir uns das jetzt mal angucken,
Organanteil bei 50%. Das liegt halt da, wo der Pfeil hinzeigt. Ich kann euch sagen, oben, wenn man dann auf die absolute Dosis geht, sind wir bei einem Wert von etwa 37 Gray. Man kann dann noch mit der Maus da noch so ein bisschen rumfahren und den genauen Wert ablesen. 37,4 Gray. Also drunter. Okay, alles in Ordnung. Und bei der Blase dürfen 50% der gesamten Blase dürfen nicht mehr als 65 Gray abbekommen, sonst gibt es Strahlenschäden. Also sonst verweigern die Organe durchaus auch mal ihre Arbeit. Das wollen wir ja alles nicht. Und demnach, wenn wir uns das angucken, sind wir bei unter 10 Gray bei den 50% der Blase. Also, so gesehen, guter Plan. Wurde uns auch so bestätigt im Praktikum. Okay. Aber wir wären nicht Physiker, wenn wir damit zufrieden wären. Wir wollen noch besser werden. Aber wie? Ich habe gerade schon die Lagerungshilfen angesprochen. Wir können noch besser Lagerung des Patienten irgendwie hervorrufen. Wenn ich also das zweite, das dritte, das vierte Mal mich auf diesen Tisch lege, muss ich genau so wieder liegen, wie ich vorher da lag. Und das bekommt man hin. Es ist ein bisschen beängstigend vielleicht, aber das bekommt man, wenn man zum Beispiel irgendwas im Kopf hat, mit solchen Masken hin. Die werden individuell angefertigt für den Patienten. Und tatsächlich, ich weiß nicht, ob man es sieht, auch so ein bisschen am Rand festgeschraubt, also komplett fixiert. Das sind nur wenige Minuten, die man da liegen muss. Trotzdem stelle ich mir das sehr beängstigend vor. Ja, anderes Beispiel ist noch so eine Bauchhalterung, die einfach die Organe festhält. Wir haben da das Herz, die Lungen, also wir atmen, das Herz schlägt. Das sind alles Sachen, die bewegen den Körper. Zwar nur minimal, aber naja, es geht halt hier um wenige Millimeter. Und je fixierter wir sind, desto besser. Okay, es gibt jetzt auch noch die Möglichkeiten, dem Computer, dem Rechenprogramm einfach zu sagen, hey, ich möchte dieses PTV genau so haben. Ich möchte, dass das DVH so aussieht, wie es perfekt ist, sage ich jetzt mal. Berechne doch mal zurück, wie wir die Strahlen anlegen müssen. Geht. Dauert aber. Und im klinischen Alltag, hat man halt die Zeit nicht so richtig dafür. Auch da wäre es schön, wenn man da noch irgendwie Fortschritte machen könnte und das Ganze besser hinkriegen würde. Ja, ich habe es gerade schon angesprochen, wir atmen, wir leben, wir haben einen Herzschlag. Besonders bei der Atmung, also wenn wir uns jetzt mal vorstellen, irgendein Tumor im Lungenbereich oder Brust, wenn ich auf dem Tisch liege, hebt und senkt sich das alles. Und es gibt jetzt die Möglichkeit, so ein Atemgating durchzuführen. Das bedeutet, ich habe eine Live-Bildgebung noch dabei. Ich sehe genau, wie sich das Gewebe bewegt. Und wenn sich das zum Beispiel hebt und ich dann ein Fenster definiere, wo sich das dann rein bewegt, dann kann ich genau dann Strahlung abgeben. Und sobald es sich wieder aus dem Fenster rausbewegt, hört die Strahlung auf. Verlängert die Sitzung der Strahlung halt vielleicht um ein paar Sekunden, Minuten. Aber an und für sich schalte ich halt ständig an und aus. Treffe aber auch nur dann, wenn ich im definierten Bereich bin. Wird heutzutage auch angewendet. Ist relativ zeitaufwendig, auch in der Durchführung an sich schon. Wird aber tatsächlich gemacht. Gut, dann wäre ich soweit durch. Nochmal ein Hint an alle. Beobachtet euch, guckt euch Muttermale an, ob sie sich vergrößern oder ähnliches. Das kann böse enden. Und ansonsten bleibt gesund und munter. Und ich bin halt noch auf der Veranstaltung, ihr könnt mich hier noch ansprechen. Und ja.
Gibt es noch Fragen? Ja. Ja, also einzeichnen tut ärztliches Personal. Also die haben Medizin studiert. Und im Medizinstudium lernst du halt erstmal, wie der Körper im Gesunden aussieht. Auch gesunde Computertomographiebilder. Und dann lernt man darüber hinaus irgendwann, okay, da stimmt was nicht. Da wird wohl irgendwas sein. Und so kriegt man angehende Ärzte und Ärztinnen halt dazu. Und naja, es wird ja auch operiert und ja, also die werden da durchaus rangeführt, gehe ich zumindest stark von aus. Also ich habe halt selbst nicht Medizin studiert und deswegen weiß ich das nicht, aber ich habe mir das durchaus sagen lassen, dass man da so Stück für Stück rangeführt wird. Wenn man einmal weiß, wie es im Gesunden aussieht, dann kann man Abweichungen davon halt auch sehr gut erkennen. Und ja, also früher hat man wirklich auf diesen analogen Röntgenbildern, die es damals vor 50, 70, 80 Jahren, keine Ahnung, halt gab, ist man wirklich hergegangen und hat mit dem Edding darauf eingezeichnet, da wird das Gewebe vermutlich sein. Also ja, auch das sind wieder Wahrscheinlichkeiten irgendwie, aber irgendwomit muss man ja auch arbeiten. Sonst noch Fragen? Vielleicht sollte ich die Frage wiederholen. Grob war die Frage, wie lange eigentlich bestrahlt wird, wie lange so eine Sitzung dauert und wie lange sich das mit dem Atemgating wiederholt. Verlängert. So ganz genau weiß ich das nicht. Ich habe tatsächlich noch nie wirklich bei so einer Bestrahlung dabei, war ich noch nie dabei. Ich habe halt immer nur die Planung gemacht. Aber das sind, wie gesagt, wenige Minuten. Oder anders gefragt, sind das so Salben, die abgefeuert werden? Oder ist es wirklich dauerhaft Strahlbelastung? Ist es nur einmalig und der Rest der Zeit ist dann Einstellung? Weißt du da was darüber? Ob das jetzt dauerhaft bestrahlt wird oder in Abfolgen? Ja, da weiß ich ein bisschen was drüber. Es gibt verschiedene Methoden. Also, ich habe euch noch ganz viel verschwiegen. Es gibt noch zig Methoden. Wir haben halt nur eine uns angeschaut. Und es gibt auch noch intensitätsmodulierte Bestrahlung. Das heißt, das Gerät fährt um dich herum und bestrahlt währenddessen. Was wir uns jetzt angeguckt haben, ist, es fährt auf einen Winkel und bestrahlt. Dann fährt es auf den nächsten Winkel und bestrahlt. Es kann beliebig komplex werden, aber dann ist auch die Planung beliebig komplex und dann dauert auch die Berechnung im Computer einfach deutlich länger. Ja, da oben war, glaube ich, gerade noch eine Meldung. Nein? Ja? Das PTV steht für, das hatte ich auf der Folie stehen, da. Das bedeutet Planet Target Volume, also das, was ich wirklich plane, also das Zielvolumen, ja, das Region of Interest, ist so ein Begriff, der ist halt in der Medizinphysik und auch in der Medizin einfach, den kennt man dann. Und deswegen habe ich ihn auch verwendet. Okay. Da ist noch. Ob das CT nur einmal gemacht wird oder mehrmals gemacht wird, war die Frage. Ja, also grundsätzlich, mit dir stimmt irgendwas nicht, du gehst zum Arzt und der macht in der Regel erstmal ein CT. Also es kommt drauf an, worum es geht, aber ja, ist meistens so der Weg. Und daran wird dann erkannt, okay, ja, könnte sein, da ist irgendwo ein Tumor. Und für diese Lagerungssachen, die wir gerade gesehen haben, werden nochmal neue CTs tatsächlich gemacht. Weil man liegt ja anders und wenn ich jetzt das CT-Bild von vorhin nehme, wo ich gerade auf dem Tisch liege, verfälscht das ja wieder das Bild, wenn ich anders liege als bei der Bestrahlung. Also da wird tatsächlich nochmal ein CT gemacht und es gibt halt auch heutzutage
Beschleuniger, die haben halt wirklich die Bildgebung nochmal live mit drin. Und man kann dann da halt auch nochmal sehen, ob das, wenn der Patient, die Patientin da liegt, ob das dann auch wirklich so stimmt, wie man sich das vorher überlegt hat. Also das sind dann zwar auch wieder Strahlendosen, aber die sind halt deutlich geringer und auch kürzer eigentlich. Ja. Gut. Dann glaube ich, war es das soweit.